Samstag zu relativ später Stunde noch einmal aus der Arena Nova vom internationalen Springturnier anlässlich der Apropos Pferd mit einem Sieger aus Ungarn in dieser Springprüfung der großen Tour. Szabolcs Gruzsó, Gratulation. Eine fantastische Präsentation deines Pferdes heute Abend. Und wenn du bei der Siegerehrung so ein bisschen nach hinten geschaut hast, viele große Namen, ist es dann noch schöner, wenn man hier gewinnen kann? Ja, das ist wirklich, viel gute Reiter war dabei und war auch die Parcours war nicht einfach. Und ja, ich bin froh, das hat so gut geklappt. Jetzt gibt es für einen Sieg immer viele Faktoren. Einer davon ist unter dem Sattel, in dem Fall Chaco Boy. Ein grandioses Pferd, auf das du dich hier wirklich absolut hast auch verlassen können. Was ist das für ein Pferd? Da ist ein 11-jähriger Chaco Blue Sohn. Ich reite schon seit 4 Jahren. Eigentlich ist auf dieser Prüfung ist ein ganz spezielles Pferd. Ganz schnell und ganz vorsichtig kann er ganz, ganz viel gewinnen mit dieser Höhe. Du hast den Parcours von Peter Schumacher angesprochen. Du reitest ja sehr, sehr viel, auch hier in der Region, kennst viele. Was zeichnet denn diesen Parcours hier in der großen Tour aus, aber auch diesen Parcoursbauer? Über die letzten paar Tage kann man sich schon als Reiter auch ein bisschen ein Bild machen. Ja, den Parcoursbauer kenne ich auch gut und ich glaube, der ist sehr gut gebaut. Und gestern war der große Preis war relativ schwer und die war auch top ideal heute. Was erwartest du denn eigentlich für morgen? Es ist ein sehr breit gefächertes Feld. Es ist von internationalen Topstars bis hin zu wirklich tollen Amateuren mit großartigen Pferden, aber auch sehr jungen Pferden, wirklich alles vertreten. Was bedeutet das für den großen Preis des Sportlandes Niederösterreich morgen, die Hauptprüfung? Ich glaube, der wird ganz interessant morgen. Ich glaube, vielleicht wird noch schwerer gebaut wie gestern. Und ich hoffe, das wird eine ganze gute Runde. Wird ein Szabolcs Gruzsó morgen wieder bei der Siegerehrung dabei sein? Weiß ich noch nicht. Ich hoffe das. Wir hoffen es auch. Ein sehr sympathischer Freund aus dem benachbarten Ungarn. Allzu weit habt ihr es ja nicht. Wo genau bist du her? Ich bin von in der Nähe in Budapest und ich komme öfter nach Österreich. Denn ich glaube, das ist sehr gut für meine Pferde und auch für mich. Das ist ein bisschen anderes wie Ungarn. Ungarn hat aber auch immer starke Equipen in Österreich am Start. Dankeschön und toi 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 für morgen. Szabolcs Gruzsó, meine Damen und Herren.